Herzlich willkommen bei der neuen Episode von Robert Buchbergers Beef TV. In der heutigen Ausgabe geht es um Gulasch und Gulaschfleisch. Gulasch ist ein traditionelles Gericht aus der österreichischen und ungarischen Küche. Der Klassiker schlechthin in der Schmorküche. Ein sensationell gutes Gericht. Wir haben da zwei Möglichkeiten. Entweder macht man klassisches Rindsgulasch oder man macht es so, dass man Gulaschsuppen draus macht. Die Unterschiede sind einfach darin, dass man beim klassischen Rindsgulasch die Fleischstücke größer lässt, das würde ich euch noch sagen, und bei der Gulaschsuppe die Fleischstücke ein bisschen kleiner drinnen hat. Grundsätzlich ist alles papriziert dann, wird in einer Kippbrotpfanne oder in einer Pfanne gemacht und vom Fleisch her kann man verschiedene Fleischstücke hernehmen. In unserem Fall jetzt da habe ich einen Wadelstutzen hergenommen. Der Wadelstutzen ist vom Knöpfel, das heißt vom Hintern vom Rind genommen. Man kann auch noch den dicke Schulter nehmen, man kann auch noch das klassische Wadel nehmen. Also man hat mehrere Möglichkeiten, je nachdem wie man das Gulasch gerne hätte, zuzubereiten. Beim Wadelstutzen ist so, dass wenn wir jetzt schön durchschneiden, sehen wir, dass er ein bisschen zäher ist, was klar ist, weil gerade beim Gulaschfleisch sieht man, sind ein paar Flachsen drinnen. Das ist deshalb, weil der Wadel ja am Rinderknöpfel oben ist und am meisten Bewegung hat. Dadurch, dass der Wadel am meisten Bewegung hat, hast du einfach eine andere Fleischkonsistenz, wie zum Beispiel bei einem Filet drinnen. Deshalb ist es so, dass man das Gulasch länger schmort, länger einkocht und dadurch, durch diese Methode des Kochens, eine schöne Zartheit zusammenbringt. Wie ich schon vorher gesagt habe, würde ich beim klassischen Gulasch hergehen und größere Stücke schneiden. Das heißt, wir schneiden immer würfelig. Und beim Gulasch, wie gesagt, kann man ruhig so 7-8 cm große Stücke schneiden. Was man dann zum Anbraten und zum Schmoren nimmt. Wenn man eine Gulaschsuppe macht, dann würde ich hergehen, dann würde ich kleinere Stücke machen. Das heißt circa 2-3 cm. Anbraten und auch wieder gleich paprizieren und solche Stücke hernehmen für die Gulaschsuppe. Man kann, wie gesagt, auch beim Gulasch eine dicke Schulter vom Rind nehmen, der ist dann noch megerer, wenn wir jetzt keine Flachsen oder so haben wollen. Ich habe jetzt schon einen Gulasch vorbereitet. Und man sieht eben, da haben wir auch einen Wadelstutzen hergenommen, wie schön, dass das funktioniert und wie zart durch den Kochprozess dann auch das Gulasch wird. Und man sieht, schaut, einfach sensationell. Und der Vorteil, wenn man das zum Beispiel bei uns auch im Glas kauft, ist der, wenn wir unser Gulasch produzieren, haben wir den Vorteil, dass wir es fertig kochen, dann in die Gläser füllen und die Gläser dann noch einmal dämpfen. Das heißt, wir haben eine Haltbarkeit in so einem Glas vor circa 4 Monate und durch den zweiten Dampfprozess wird das Fleisch dann noch einmal zarter und im Glas zieht das Ganze dann nach und wenn ihr dann bei uns ein Glasl kauft, so ein Gulasch, braucht es eigentlich nur aufschrauben, in den Topf geben, warm machen und genießen. Danke, dass ihr euch die jetzige Episode von Beef TV angeschaut habt. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Tipps zum Gulasch geben können. Schönen Tag noch, euer Robert.